Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Gene Yakuza. Let's play Detroit Become Human. Also ich erzähle euch, was bis jetzt passiert ist. Also wir haben jetzt wirklich sehr viele Probleme. Connor hat sich durch Cyberlife eingedrungen. Also ist durch Cyberlife eingedrungen und hat das erfolgreich geschafft. Und Markus ist am Protestieren. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Und Kara ist jetzt hat versucht mit Bus zu erreichen, aber eine Frau mit einem mit das Baby hat ihr Ticket verloren. Und dann später haben wir es aufgehoben. Die Frau hat es bemerkt, mit das Baby. Und ich konnte nicht nein sagen. Mir hat das Baby so leid getan und ich habe das Ticket gegeben. Deswegen, sie haben jetzt einen anderen Weg genommen mit dem Plus. Ob das klappen wird, werden wir es jetzt sehen. Also, ich würde mal sagen, lass uns nicht lange reden. Wir fangen direkt an. Ich helfe dir. Steigen. Paddel. 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 Nochmal Paddel. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Ziehen. Nochmal ziehen. Ey, das gibt's doch nicht. War ja klar, hat einen dritten versucht. Alles okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Carol? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Nachdenklich. Ich werde lernen zu leben. Zu lieben. Herausfinden, wer ich bin. Sie kommen auf uns zu! Oh nein. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Beschleunigen, nein, alles beschützen. Nur voransitzen. Los da! Na los! Schnell! Oh nein, Luft wurde getroffen, oder? Sie sind weg. Kara! Oh, Luther, nein! Ihr seid okay. Nur darauf kommt es an. Bitte, Luther. Ich will nicht, dass du stirbst. Ihr müsst die Reise ohne mich fortsetzen. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne, Alice. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie.
Pass gut auf Kara. Versprochen. Das Boot hat ein Leck. Oh nein. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Beschleunigen. Komm schon. Tut mir leid, Luffer. Ruhe in Frieden. Es tut mir leid, Luffer. Moment, Leute. Wer da? Okay, Moment. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Ins Wasser springen. Oh, Scheiße. Kara, nein. Oh, okay, wir müssen schneller sein. Okay, ich weiß. Ich weiß. Geschafft. Oh, Gott sei Dank, ey. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Hart Plaza, Downtown. Nur! Trotzdem greifen die an. Ah, Scheiße! North küssen. Das ist das Einzige, was die Menschen verstehen müssen. Sie sollen nicht schießen. Ich wusste das.
Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. War ja klar, dass dieses Wort kommt. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Oh, was ist jetzt los? Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Okay, Leute, wir müssen jetzt diese Brücke finden. Da ist die große Brücke. Und jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Wir müssen uns beeilen. Da ist es. Gefunden.
gefunden. Die Zeit, in der geschafft. Wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Wir haben es geschafft. In Kanada sind wir jetzt. Geschafft. Wir sind frei, Alice. Wir sind frei. Alice. Wach auf. Oh, sie schläft. Wach auf! Was? Alice! Wie kann das sein? Oh, Gott sei Dank, ey, sie ist auf. Sind wir da? Sie hat noch geschlafen. Ja. Wir haben es geschafft. Ich liebe dich, Kara. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Detroit Become Human.
Okay, Leute. Das war Detroit Become Human. Das Spiel war wirklich interessant. Geschichte war gut. Grafik war alles gut. Entscheidungen echt schwer. Aber ich, damit ihr Bescheid wisst, ich kann nicht alle Entscheidungen jetzt alles hier auf einmal machen. Ihr könnt gerne bei einem anderen YouTuber schauen, die Entscheidungen im Wesentlichen bei einem bösen Entscheidung aussieht. Also das könnt ihr gerne machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein fettes Abo da und einen fetten Daumen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr müsst das nicht tun. Ich zwing euch nicht. Das ist eure Entscheidung. Und damit ihr Bescheid wisst, am 17. Juli kommt Ghost of Tsushima raus. Und das werde ich mir auf jeden Fall spielen. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass es am 17. rauskommt. Dass ich es am 17. nicht bekomme. Sondern bis ein paar Tage später, dass es bei mir per Post landet. Aber auf jeden Fall verspreche ich euch, dass ich auf jeden Fall Ghost of Tsushima... Ist Schrödingers Katze ein Begriff? Bis sie entscheiden, was passiert, wird alles gleichzeitig passieren. Wie in Detroit. Blöde Kuh. Auf jeden Fall verspreche ich euch, dass ich auf jeden Fall spielen werde. Und nur als planmäßig zu machen, am Ende Dezember, laut Internet, laut Google, kommt Assassin's Creed Valhalla im Dezember raus, 2020. Das werde ich mir auf jeden Fall das Spiel. Und wenn ich mit Ghost of Tsushima auch fertig bin, dann werde ich mir The Last of Us oder Resident Evil 3 spielen als Remake. Als planmäßig zu machen. Damit ihr was zu schauen habt. Okay, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und es hat mich richtig gefreut, das zu spielen, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr gewartet habt, dass ihr geduldig wart. Das hat mich wirklich sehr gefreut, Leute. Und ich danke euch viel herzlich. Ich danke euch herzlich, Leute. Ein herzlichen Dank, dass ihr mir alle zugeschaut habt. Und die Katzen danken euch auch. Die sind jetzt am Schlafen, die Katzen jetzt. Okay, Leute. Da werde ich mal sagen, au revoir, ciao, euer Gin Yakuza. Bis dann. Tschüss.